Herzlich willkommen zu einem Ungarn-Spezial heute zum leidigen Thema Coronavirus. Die Lage spitzt sich hier auch in Ungarn immer mehr zu. Seit gestern wissen wir, dass Ungarn den Krisenstand ausgelöst hat. In den sozialen Netzwerken ist daraufhin eine große Diskussion entbrannt. Was heißt es eigentlich, wenn Ungarn den Krisennotstand oder den Krisenstand auslöst? Welche Maßnahmen werden hier ergriffen und kann ich überhaupt nach Ungarn fahren? Wie komme ich nach Ungarn? All diese Fragen haben auch uns überhäuft hier in der Redaktion und wir haben nochmal zusammengefasst und nachgefragt. Als erstes möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung geben von dessen, was da so auf uns zukommt seit 0 Uhr in dieser Nacht. Ja, seit gestern sind die Universitäten in Ungarn geschlossen worden. Das heißt, die Studenten müssen ihren Lehrstoff von zu Hause aus abrufen. Alle Universitäten in Ungarn sind zu. Versammlungen und Events werden nicht erlaubt, wenn sie indoor mehr als 100 Personen beinhalten oder halt outdoor mehr als 500 Personen. Diese Events und Veranstaltungen sind offiziell untersagt, verboten. Dazu gehören zum Beispiel auch Theaterveranstaltungen, Kinoveranstaltungen, Operetten etc. Also es sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auch davon betroffen derzeit durch dieses Gesetz. Ja, ein Einreiseverbot gibt es für folgende Personengruppen. Es sind Personen, die aus Italien, aus dem Iran, aus Südkorea oder aus China einreisen. Diese Personen aus diesen Risikoländern haben definitiv ein Einreiseverbot in Ungarn. Es gibt da eine Ausnahme, wenn es sich um ungarische Staatsbürger handelt, beziehungsweise wenn sie in Ungarn wohnen. Dann kann man hier mit einer zweiwöchigen Quarantäne diese Einreise im Prinzip durchführen, aber unter behördlicher Aufsicht. Ja, all diese Dinge sind hier auf uns zugekommen in den letzten Stunden. Die meisten Fragen jedoch kamen auch in unserer Redaktion auf. Kann ich überhaupt noch nach Ungarn kommen? Und wenn ja, wie? Wie sieht's aus? Es sollen Grenzkontrollen eingeführt werden wieder seit heute Nacht 12 Uhr. Das hat man auch getan. Die Grenzen werden wieder kontrolliert. Es wird durch Polizei und sogar durch medizinisches Personal kontrolliert, wer hier nach Ungarn reinkommt. Wir haben heute Morgen diesbezüglich dann auch mal bei der MAF, der ungarischen Zuggesellschaft, nachgefragt, wie sieht es denn mit den Zügen aus? Die Antwort haben wir prompt bekommen. Die Züge werden weiterhin fahren, werden jedoch an den Grenzübergängen, wie zum Beispiel Heger Shalom, kontrolliert. Dazu kann es natürlich dann zu Verspätungen kommen und das hat sich wohl auch schon bemerkbar gemacht. Die Züge werden definitiv kontrolliert und dadurch kann, wie gesagt, die ein oder andere Verspätung resultieren. Wie es weitergeht mit dem Zugverkehr, konnte man auch von der MAF nicht sagen. Derzeit fahren die Züge aus Österreich nach Ungarn und von Ungarn auch nach Österreich. Das ist Stand von heute Morgen gewesen. Ja, auch die Frage nach dem Busreiseverkehr. Auch hier haben wir nachgefragt, zum Beispiel beim Busunternehmen Flixbus. Wie sieht es denn da aus? Definitiv haben wir hier eine Aussage bekommen, alle Busse, die irgendwo Richtung Italien oder aus Italien kommen, sind derzeit komplett eingestellt. Die Fahrtrouten sind komplett quasi zum Erliegen gekommen. Und der Busverkehr ist auch eingeschränkt. Das heißt also, die Nachfrage nach diesen Fahrten, auch Richtung Ungarn oder Österreich, ist weniger geworden. Und da hat man Fahrplananpassungen gemacht. Das heißt, auch hier sind Einschränkungen zu erwarten. Da kann man sich aber auch informieren auf der Webseite von Flixbus zum Beispiel. Hier gibt es ausführliche Informationen zum Fahrplan. Ja, und dann haben wir heute Morgen gesprochen mit einem Fahrer, Herr Huber. Den haben wir jetzt am Telefon gleich, wenn die Redaktion das hier zuschaltet. Herr Huber, ich glaube, Sie sind jetzt am Telefon. Was genau haben Sie von Österreich nach Ungarn heute Morgen am Grenzübergang Heger Shalom erlebt? Wie sah es da aus? War dort schon Verkehrschaos heute Morgen durch Kontrollen? Oder was können Sie uns berichten da jetzt live am Telefon, Karl Huber aus Österreich? Verkehrschaos war es keines. Sie haben uns angehalten, das war es bis jetzt noch nicht war, haben gefragt, von wo wir kommen, sagen wir von Österreich, okay, oder gesagt, und sind wieder weitergefahren. Das war alles, was wir da zu hören oder zu spüren bekommen haben. Was ich auf der Strecke gesehen habe, das ist doch, dass der Verkehr wesentlich geringer war als üblich. Mhm.
Wie hat man denn in Österreich überhaupt davon erfahren oder wie hat man das aufgenommen, dass Ungarn sich im Krisenstand befindet? Habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ich habe dann auch meinen Busbesitzer angerufen, sage, gibt es irgendwas, was da, sagte er, hat noch keine Informationen, ihr könnt normal fahren. Herr Huber, noch mal ganz kurz zu der Situation an der Grenze. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Wird die Grenze derzeit von Polizei, von medizinischem Personal kontrolliert? Wird dort Temperatur gemessen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es da aus? Genau, durch die Polizei kontrolliert. Die halten an und fragen, wo wir kommen und dann fährst du wieder weiter. Zumindest war es heute so. Also eigentlich noch relativ ruhig und entspannt. Sie fahren heute Abend zurück nach Österreich. Was erwarten Sie an der österreichischen Grenze? Auch nichts Besonderes normalerweise, weil wir ja Österreicher sind und dadurch glaube ich nicht, dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten haben. Okay, ja, dann können wir Ihnen und Ihren Fahrgästen eigentlich nur gute und gesunde Heimfahrt nach Österreich wünschen. Und kommen Sie gut nach Hause. So, ja, auch an den anderen Grenzübergängen, wie zum Beispiel im Bereich Sopron, gibt es Kontrollen. Und hier haben wir auch einige Bilder zugeschickt bekommen. Auch da sieht es aus, als wenn sich der Verkehr dann doch etwas mehr schon staut. Und auf der M70 von Ungarn nach Slowenien gibt es auch bereits Kontrollen. Auch hier ist der Verkehr bzw. die LKWs hier in etwas größeren Reihen schon, staut sich das schon und da dauert es auch auf jeden Fall schon länger. Wie sich die ganze Situation jetzt weiterentwickelt, wir warten auch immer wieder stündlich auf neue Dinge, die da kommen. Wir müssen ganz klar sagen, dass ein Blick in die weite Zukunft im Moment gar nicht möglich ist. Derzeit verhandelt der Krisenstab über die Schulen zum Beispiel. Schulen und Kindergärten sollen auch in Ungarn geschlossen werden. War gestern bereits in der Diskussion, aber hier hat man noch keine Entscheidung getroffen. Das will man in den nächsten Tagen tun. Das heißt, auch hier könnten wir die Situation in Ungarn bekommen, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Derzeit sind sie noch offen. Auch die weitere Einreisesituation ist derzeit nicht hundertprozentig in die Weite sich zu führen, weil wir wissen nicht, was am Wochenende eventuell noch kommen kann, ob eventuell dann Grenzen ganz zugemacht werden. Auch das können wir hier von dieser Seite auch derzeit überhaupt noch nicht beurteilen. Also momentan freie Fahrt mit Kontrollen und man kann auch noch einreisen und auch wieder ausreisen. Aber schauen Sie, bevor Sie starten, einfach auch dann auf die entsprechenden Internetseiten des Auswärtigen Amtes. Die Reiseinformationen, die Sie da finden, sind dann auch bindend für den Moment. Ja, in diesem Sinne, das war es auch erstmal von uns mit einer kleinen Einschätzung, wie es denn nun wirklich ist. Und vielen Dank auch an unseren Telefonpartner Herr Huber, der derzeit jetzt dann auch dann gleich schon wieder auf der Rückfahrt nach Österreich ist. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen angenehmen Tag und Sie hören von uns, sobald es sich was Neues ergibt hier, hören Sie von uns wieder und wir werden Sie über weitere Neuigkeiten informieren. Bis dahin, tschüss.